Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht, was ich hier Schönes habe. Und zwar sind das die neuen Pyroland-Böller. Böller nach spanischer Art handgefertigt. Wir haben hier einmal den Super Masklettfaller. Sehr, sehr schöner Böller. Wunderschönes Design. Dann haben wir hier den Masklettfaller Grande. Das Gegenstück Masklettfaller ist hier etwas kleiner. Und dann haben wir hier den Super Color Masklettfaller. Einmal mit gelbem Vorbrenner und einmal mit rotem Vorbrenner. Ich beginne jetzt mit den Masklettfaller. Bei jedem Böller werde ich erst eins finden und dann zwei. Also Masklettfaller. Waren schon mal nicht schlecht. Also Masklettfaller finde ich ja Standardböller, jedoch mit sehr, sehr guter Verarbeitung. Weiter geht es. Genau, weiter geht es mit den Masklettfaller Grande. Im Prinzip das Gegenstück zu diesem Masklettfaller, halt nur eine Nummer größer. Also Masklettfaller Grande, wirklich noch ein Stück härter als die Masklettfaller, als die kleinen, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr gut. Jetzt machen wir weiter mit den Super Color Masklettfaller. Einmal Vorbrenner gelb und einmal Vorbrenner rot. Und auch hier wieder zwei Stück. Weiter geht es, Masklettfaller Super Color Rot. Auch hier wieder zwei Stück. Kleines Fazit, auch hier Super Color Masklettfaller. Schöne Böller mit Vorbrenner, auch hier wieder alles handgearbeitet. Ja, kann man durchaus kaufen. Dann hier die Sahnestücke, Super Masklettfaller mit einem wahnsinnig schönen Design. Und auch hier wieder zwei Stück. Ehrlich gesagt, muss ich hier zugeben, die größten Böller waren ja leider mit einer der schwächsten. Leider wirklich sehr, sehr enttäuschend. Vielleicht habe ich auch nur eine schlechte Charge erwischt, aber dennoch wirklich ja gute Böller. Man meckert hier wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich hoffe, euch hat dieser Vergleich gefallen. Wie gesagt, sind neue Böller von Pyroland, alle handgefertigt in Spanien.